Am Montag, 10. April 1989, flog der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements, Bundesrat Kaspar Villiger, mit dem Swissair-Kurs 490 von Zürich nach Moskau. Er war begleitet von seiner Gattin Vera, dem Kommandanten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, Korpskommandant Walter Dürig, und drei Mitarbeitern aus seinem Departement. Eine stattliche Gruppe von Journalisten begleitete ihn auf diesem erstmaligen Besuch eines Chefs des Eidgenössischen Militärdepartements in der Sowjetunion. Um 18 Uhr wurde er vom sowjetischen Verteidigungsminister Armeegeneral Dmitri Jasow und seiner Gattin mit militärischen Ehren empfangen. Anwesend war auch der Schweizer Botschafter in Moskau, Francis Bianca, begleitet von zwei Mitarbeitern. Господин министр обороны Швейцарской конфедерации, почетный караул от войск Московского гарнизона в честь вашего приезда в столицу Советского Союза, город-герой Москву, построен. Начальник почетного караула, капитан Шестаков. Nach dem amerikanischen Secretary of Defense Frank Carlucci und dem französischen Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement war Kaspar Villiger der dritte westliche Verteidigungsminister, dem die Möglichkeit zu einem Besuch der Sowjetunion zukam. Die Einladung hatte einen direkten Zusammenhang mit dem Treffen von Jasow und Carlucci im März 1988 in Bern. Dmitri Jasow und seine Gattin sprachen wiederholt von ihren guten Erinnerungen an den Besuch in der Schweiz. Im Verteidigungsministerium fand die eineinhalbstündige Besprechung mit dem sowjetischen Verteidigungsminister Armeegeneral Dmitri Jasow statt. Er saß, umrahmt von Marschällen und Generalobersten, Bundesrat Kaspar Villiger gegenüber. Nach dem Austausch von Freundlichkeiten begann ein Wortgefecht, welches durch Dmitri Jasow in ziemlicher Härte geführt wurde. Zur Schweiz erwähnte er, es sei der Sowjetunion klar, dass die Schweiz niemanden angreifen werde und sich auch niemand von der Schweiz bedroht fühle. Man sehe überhaupt nicht ein, warum die Schweiz eine Armee brauche. Die Schweiz wäre auch ohne Armee im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen nicht angegriffen worden. Bundesrat Kaspar Villiger legte die Elemente der schweizerischen Sicherheitspolitik dar. Unsere Armee habe die von der Sowjetunion propagierten Kriterien der nicht aggressiven Verteidigung und der strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit schon immer aufgewiesen. Solange in Europa die großen Kriegspotenziale vorhanden sind, sei unsere Armee absolut notwendig. Er erklärte, unser Land wäre im Zweiten Weltkrieg ohne Armee von Hitler besetzt worden. О переговорах в Вене по сокращению обычных вооружений, о состоянии дел на переговорах о 50% сокращении стратегических наступательных вооружений,
и о взаимной военной деятельности. Да. И подводная лодка советская будет в Кенах? Вы будете объяснять? Или... А какое отношение подводная лодка и ее гибель имеет к нашим переговорам? Все-таки безопасность. Тут, я думаю, просто это можно, если вас уж очень интересует, я могу сказать, где она затонула, а почему затонула. Сейчас работает комиссия. Am Montagabend hatte Dimitri Jasow, Bundesrat Kaspar Villiger, einen Auftritt in der Woroschilow-Akademie vorgeschlagen. Er könne dort während etwa einer halben Stunde zu den Teilnehmern des gegenwärtigen Kurses sprechen. Die Delegation bereitete dann in der Nacht zum Dienstag diese Ansprache vor. Zuvor war lediglich dem amerikanischen Verteidigungsminister Frank Carlucci und dem französischen Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement ein solcher Auftritt ermöglicht worden. Die Woroschilow-Akademie war die Akademie des sowjetischen Generalstabes. Hier wurden die angehenden Generäle und Admirale in 2 Jahren auf ihre künftige Aufgabe vorbereitet. Daneben entwickelte die Akademie mit einem 4-stelligen Mitarbeiterstab das strategisch-operative Denken der Sowjetunion und die Kriegs- und Operationspläne. Die Generäle und Admirale kehrten periodisch an die Akademie zurück, um sich mit den neuesten Erkenntnissen bezüglich der Operationen sowie des Kriegs- und Feindbildes vertraut zu machen. Die Akademie war das Hirn des sowjetischen Generalstabes und der sowjetischen Streitkräfte. Nach dem Eintreffen in der Akademie erfolgten ein Gespräch mit dem Kommandanten Armeegeneral Grigori Salmanow, ein Rundgang im Eilschritt durch den gigantischen Gebäudekomplex und danach die Rede von Bundesrat Kaspar Villiger im großen Auditorium. Die Zuhörerschaft umfasste neben den Generals- und Admiralsanwärtern auch zahlreiche höchste Offiziere des Warschauer Paktes, die ihren Auffrischungskurs an der Akademie absolvierten. Eine Information über die Akademie. Vielen Dank. Wir möchten uns zuerst bedanken, dass wir diese Akademie besuchen dürfen. Wir wissen, welche Bedeutung diese Akademie hat und wir wissen, dass es interessiert von Ihnen einige Informationen. Kenntnis, dass Kriegsverhinderung und defensive Verteidigungsstrukturen auch in der Sowjetunion oberste strategische und sicherheitspolitische Zielsetzung werden soll. Wir haben von den bedeutenden Ankündigungen von Staats- und Parteichef Gorbatschow vor den Vereinten Nationen Kenntnis genommen. Die angekündigten Reduzierungen der Streitkräfte des Warschauer Paktes sind bedeutsam. Sie stellen einen ersten wichtigen Schritt in Richtung auf mehr militärische Stabilität in Europa dar. Beinahe noch bedeutsamer erscheint mir jedoch die gleichzeitige Ankündigung einer Restrukturierung der sowjetischen Streitkräfte in Richtung auf eine rein defensive Struktur und Aufgaben. Hier stehen aber für mich nach wie vor wichtige Fragen im Raum. Eine defensive Militärdoktrin impliziert eine strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit. Dies schließt den Verzicht auf offensive Optionen und auf eine offensive Logistik ein. Inwiefern entsprechen die neuen, nun angestrebten Restrukturierungsmaßnahmen diesem Kriterium? Wann werden alle relevanten Details der geplanten Restrukturierungsmaßnahmen vollumfänglich bekannt gegeben? Wann wird die Restrukturierung abgeschlossen sein? Dies sind Fragen, die wir uns stellen. Die sowjetische Führung hat wichtige Initiativen angekündigt. Ich sehe darin ein Zeichen der Hoffnung. Es gibt nun zu einem ausgewogenen, stabilen und verifizierbaren militärischen Gleichgewicht in Europa auf einem möglichst tiefen Rüstungs- und Bestandesniveau zu gelangen. Der Weg hierzu mag lang und schwierig sein. Die Probleme sind komplex
Umso gewichtiger ist es, dass wir diesen Weg in Angriff nehmen und versuchen, den Frieden in Europa von einem Ziel in eine Realität umzuwandeln. Die Schweiz ist entschlossen, nach besten Kräften zu diesem Prozess beizutragen. Die Tatsache, dass ich hier und heute zu Ihnen sprechen konnte, gibt mir Hoffnung. Ich danke Ihnen. Орденов Кутузова и Александра Невского, истребительный авиационный полк имени Ленинского комсомола построен. Der Flugplatz Kubinka liegt 65 Kilometer westlich von Moskau. Bundesrat Kaspar Villiger wurde mit seinen Begleitern beim Kommandogebäude des Flugplatzes vom Kommandanten der sowjetischen Luftwaffe, Luftmarschall Alexander Jefimow, empfangen. Er war während des Zweiten Weltkriegs einer der erfolgreichsten Kampfpiloten der sowjetischen Luftwaffe und trägt neben zahlreichen Orden den Ehrentitel Held der Sowjetunion. Seit 1984 war er Luftmarschall und stellvertretender Verteidigungsminister. Auf der Terrasse des Kommandogebäudes waren Sitzplätze für die Gäste vorbereitet. Es folgte gleich der Start eines Kampfflugzeugs MiG-29 zu einer eindrücklichen Demonstration der Flugeigenschaften dieses damals neuesten Luftverteidigungssystems der sowjetischen Luftwaffe. Danach machte eine MiG-29-Viererstaffel in der Formation Diamant eine Flugvorführung. Thank you.
gesehen und heute der MiG-29. Vielleicht ist die Differenz ungefähr so etwas. He? Ja, es ist natürlich schwierig, zum eine Antwort zu geben. Also ich weiss, es ist fachhaft. Das ist das, was die drin ist. Ja. Sagst du mal so. Herr Korkommandant, Sie haben letzte Woche den F-18 sehr genau angesehen, heute den MiG-29. Welches ist die Differenz dieser beiden Flugzeugtypen? Das ist natürlich schwierig, hier eine Antwort zu geben aufgrund dieser Vorführung. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn die Patrouille Suisse mit diesem Flugzeug eine Vorführung machen würde. Das würde etwa auch so aussehen. Aber trotzdem haben die Gastgeber mit Ihnen schon Gespräche geführt wegen allfälligen Rüstungsbeschaffungen oder Nein, so. Überhaupt nicht. War das kein Thema? Nein, bis jetzt nicht. Aber Sie könnten sich vorstellen, gelegentlich mal eine solche Maschine für die Schweizer Armee einzukaufen. Ich weiß, vielleicht kann ich sie nachher noch näher anschauen. Nach den Flugvorführungen begaben sich die Delegation und die Journalisten in die Flugzeughalle neben dem Kommandogebäude. Ein Pilot im Grad eines Hauptmanns hatte den Auftrag, das Flugzeug MiG-29 zu erläutern. Anschließend wurden auf die gleiche Weise die Kampfflugzeuge Sukhoi 22, Sukhoi 25 und der Kampfhelikopter Mi-35 erklärt. Außerhalb der Halle stand ein imposanter Großhelikopter Mi-26 mit Aeroflot-Bemalung. Für die Medienvertreter war der Besuch des Flugplatzes Kubinka ein Höhepunkt der Reise. Entgegen der internationalen Usanz hatten sie unbeschränkten Zugang zu den ausgestellten Flugzeugen und hörten alle Erklärungen mit. Die sowjetische Seite bemühte sich, alle Fragen zu beantworten. Luftmarschall Alexander Jefimow sagte, dass er die offene Information mit Zulassung der Journalisten auf eigene Verantwortung angeordnet habe. Alle hier gezeigten Luftfahrzeuge würden exportiert. Die Einladung von Bundesrat Kaspar Villiger zu einem Besuch in der Schweiz nahm Jefimow positiv entgegen. Der Besuch fand dann aber, trotz der später erfolgten schriftlichen Einladung, nicht statt. Korpskommandant Walter Dürig hatte sich auf den Besuchsteil Kubinka besonders vorbereitet und erinnert sich wie folgt. Die Flugvorführung des Kampfflugzeugs MiG-29 hinterließ einen sehr starken Eindruck. Die Besichtigung der Luftfahrzeuge mit den zugehörigen Waffen erfolgte wie bei einer Firmenpräsentation. Von der Offenheit der Information waren wir positiv berührt. Im Zentrum des Interesses der anwesenden Schweizer Journalisten stand das Kampfflugzeug MiG-29. Bundesrat Villiger und ich mussten uns ins Cockpit setzen, wurden gefilmt, fotografiert und interviewt. Der Bundesrat hatte sich im Jahr 1988 für die Beschaffung des amerikanischen Kampfflugzeugs FH-18 entschieden. Die Frage nach dem Einbezug des sowjetischen Typs MiG-29 in die Evaluation stand aber immer wieder im Raum. Die Beobachtungen während des Besuchs bestätigten für mich die Richtigkeit des Entscheids, dieses Flugzeug nicht in Betracht zu ziehen. Neben den zweifellos hervorragenden aerodynamischen Eigenschaften und der großen Antriebsleistung entsprach das Gesamtwaffensystem des Exportflugzeugs nicht dem Stand der Technik der vergleichbaren westlichen Modelle. Die Sprachbarriere, wie wir sie auf dieser Reise erlebten, war ein sehr großes Hindernis. Das schweizerische Geschäftsmodell bei der Beschaffung von Waffensystemen war mit dem sowjetischen nicht kompatibel. Wir verlangten den Zugang zu allen Daten und Unterlagen, eine vollständige Unabhängigkeit vom Hersteller und eine hundertprozentige Kompensation des Beschaffungspreises durch Aufträge an die schweizerische Wirtschaft.
Sehr beeindruckt war ich vom Gefechtsfeldflugzeug Sukhoi 25 und von der Qualität der gezeigten Erdkampfwaffen und der Lasertechnologie. Du, warte, wie ist mein Kragen? Ah, siehst du nichts? Aha. Base aérienne de Kubinka, le cockpit d'un MiG-29. Qui aurait cru qu'ici, il y aurait un jour des visiteurs étrangers, des ministres de la défense de pays capitalistes, accompagnés par des journalistes avec appareils de photo et caméras. Qui l'aurait cru? Et pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité. Oui. Herr Korpskommandant, Sie haben die M29 nun noch im Detail angesehen. Können Sie irgendwelche Vergleiche nun machen? Wir haben hier eine Präsentation dieses Flugzeuges erhalten, etwa wie es eine Firma machen würde. Also ich würde das vergleichen mit einer Firmenpräsentation. Es wurde sehr, nach meinem Gefühl, sehr offen orientiert. Und dieses Flugzeug hat sehr gute Eigenschaften. Nach dem Flug von Moskau nach Leningrad und dem Empfang durch den Kommandanten des Militärbezirks Leningrad hatte die Schweizer Delegation um 12 Uhr die Möglichkeit, während einer Stunde die Ermitage mit ihren wunderbaren Kunstschätzen zu besuchen. Die Schweizer Delegation besuchte ein Truppenübungszentrum des Militärbezirks Leningrad, das sich in Sertolovo, etwa 30 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums, befindet. Bundesrat Kaspar Villiger wurde vom Kommandanten des Militärbezirks, Generaloberst Viktor Jermakow, persönlich empfangen und begleitet. Zuerst wurden die zum Einsatz kommenden Infanteriewaffen in einer statischen Schau gezeigt. Dann erfolgte anhand einer Karte die Orientierung über das Dispositiv der Verteidigungsübung. Das mit einer automatischen Scheibenanlage bestückte Übungsgelände hatte eine Dimension von etwa 2x3 Kilometer.
Es war mit künstlich angelegten Hügeln, Gräben und Bächen durchzogen und mit kleinen Büschen und Stauden bewachsen. Eine verstärkte motorisierte Schützenkompanie befand sich in vorbereiteten Stellungen. Der anrückende Feind wurde durch Scheiben, die ferngesteuert aufgestellt werden können, markiert und dann aus der festen Stellung bekämpft. Die Führung der Schießübung erfolgte während rund 40 Minuten durch die gleiche Stimme am Funk. Das Übungsgelände soll über mehr als 290 Ziele verfügen. Im Gelände waren zwei bewegliche Panzerscheiben erkennbar. Die Panzer und Schützenpanzer der Verteidiger waren durch Tarnnetze abgedeckt. Auf Wunsch von Bundesrat Kaspar Villiger besammelte sich ein Teil der übenden Truppe. Es handelte sich um rund 20 Soldaten im Kampfanzug, die alle etwa 19-jährig waren. Die Soldaten rückten im Oktober 1988 zu ihrem zweijährigen Wehrdienst ein und standen gerade am Ende ihrer Ausbildungsperiode. Sie würden demnächst zu ihren Einheiten im Militärbezirk Leningrad wechseln. Bundesrat Kaspar Villiger richtete einige Worte der Anerkennung an die Soldaten. В учениях. Командир полка подполковник Калугин. Grüß Gott, солдаты. Вольно. Вольно. Они ждали. Здравствуйте. Soldaten, wir kommen aus einem fernen Lande. Soldaten, wir прибыли из далекой страны. Und wir haben mit großem Interesse Ihrer Übung zugesehen. С большим интересом наблюдали за ходом вашего учения. Wir waren von den guten Leistungen sehr beeindruckt. На нас произвело большое впечатление ваша хорошая подготовка и проведение учения. Und wir möchten Ihnen danken, dass Sie uns das vorgeführt haben. И мы хотели бы вас поблагодарить за те действия, которыми вы нас порадовали. Herr Bundesrat, welches ist die Bilanz Ihrer ersten Auslandreise? Wir werden natürlich diese Reise noch intensiv analysieren müssen, aber ich würde sagen, dass die drei Hauptziele
in meinen Augen erreicht worden sind. Wir konnten unsere Sicherheitspolitik erklären, haben dafür viel Verständnis gefunden, unsere Neutralität. Wir haben auch festgestellt, dass man eigentlich die Schweiz sehr hoch einschätzt, dass sie ein gewisses moralisches Gewicht hat hier. Das hat uns sehr gefreut. Wir konnten Fragen stellen zur Restrukturierung der russischen Armee, zur Abrüstung. Auch hier haben wir interessante Gespräche geführt. Wir bekamen vor allem dann in den Gesprächen mit den hohen Politikern einen Eindruck von dem, was sich in diesem Lande an politischer Reform bewegt. Und der vierte Punkt, das Ziel, ein genereller Meinungsaustausch über rüstungspolitische, abrüstungspolitische Fragen, auch das haben wir erreicht. Ich bin so gesehen zufrieden. Ist Ihr Glaube in eine echte sowjetische Abrüstungsbereitschaft größer geworden in diesen Tagen? Ich muss diese Frage vielleicht mit einer gewissen Zurückhaltung beantworten. Sicherlich bewegt sich in diesem Lande vieles und das ist eindrücklich. Es ist eindrücklich, mit wie viel Schwung und Elan dieses Regime jetzt die riesigen Probleme dieses Landes anpackt. Sicherlich wird die Armee verkleinert um diese 500.000 Leute, das hat man uns glaubwürdig dargelegt. Es werden Panzer abgezogen. Wir haben am Anfang eigentlich nur sehr allgemeine Antworten bekommen, haben dann aber auch in Randgesprächen mit sehr guten Fachleuten, übrigens waren alles sehr gute Fachleute, die mit uns die Gespräche geführt haben, haben wir sehr viele äußerst interessante Informationen bekommen und die werden wir sehr eingehend analysieren. Ich würde aber jetzt sagen, dass es verfrüht ist, von diesen Informationen her zu sagen, dass diese Armee wesentlich an Schlagkraft verlieren wird. Besteht vielleicht eine gewisse Gefahr, dass die Sowjets mit ihrem Charme einem versuchen einzunehmen? Ist das richtig, oder? Es ist natürlich klar, dass man sich sehr wappnen muss in solchen Gesprächen, dass man vorsichtig sein muss. Die Sowjets haben Charme. Wir haben das an einem sehr schönen Abend zusammen mit dem Verteidigungsminister in einer Datscha erlebt, mit Musik. Man kommt sich menschlich sehr nahe. Aber es kommt bei solchen Gesprächen auch vor, dass plötzlich eine sehr harte, eine sehr brüske Frage kommt, dass man sehr aggressiv ist. Nicht? Das kann sehr rasch wechseln. Das war für mich eine völlig neue Erfahrung, eine sehr interessante Erfahrung. Aber ich glaube, beide Seiten sind nüchtern genug, dass man realisiert, dass es hier nicht um Charme und nicht um ein gegenseitiges Sich-Einnehmen geht, sondern dass es um nüchterne Fakten geht. Glauben Sie, dass die Schweiz in absehbarer Zeit sogar mit den Sowjets Rüstungsgeschäfte tätigen könnte? Ich glaube nicht, das war auch kein Gesprächsthema. Und zwar glaube ich es deshalb nicht, weil unsere Bedingungen für ausländische Rüstungskäufe doch sehr einschneidend sind. Wir kaufen nur modernstes Material. Bis jetzt hat die Sowjetunion nie das modernste verkauft. Wir schauen uns die Produktion und auch die geheimen Unterlagen im Lande an. Das hat die Sowjetunion bis jetzt nie geöffnet. Wir nehmen für sehr lange Zeit, um unabhängig zu sein, Ersatzteile ans Lager. Die sowjetischen Waffenkäufer bleiben meist in einer gewissen Abhängigkeit. Es ist also für uns keine prinzipielle Frage, sondern ich glaube, dass es von der Struktur her sehr schwierig ist. Besten Dank, Bundesrat.